Hör mal, klingt nach... Happy Birthday. Eine Geburtstagsfeier in der Kirche? Komm, wir schauen mal. Hier ist niemand. Sehr merkwürdig. Haben wir uns verhört? Ich weiß nicht. Lass uns wieder gehen. Ja, gut. Hallo, ich war's. Die Orgel, sie spricht. Wir feiern doch Geburtstag. Pfingsten die Kirche, Trinitatis Sonntag die Gemeinde und ich stehe hier auch fast 30 Jahre. Pfingsten? Geburtstag? Ich verstehe gar nichts. Ich erkläre es euch. Nachdem Petrus und die anderen Jüngerinnen und Jünger begriffen hatten, dass das leere Grab Jesu am Ostermorgen ein Zeichen des Lebens und der Hoffnung war, stieg Petrus begeistert auf einen Hügel und hielt eine Predigt. Nicht alle, aber viele verstanden ihn und waren ebenfalls voller Lebensfreude. So kam es, dass viele Menschen sich taufen ließen und als Gemeinschaft zusammenlebten. Kirche war entstanden. Man kam zusammen, stärkte sich und feierte Gottesdienste. Irgendwann wurden die Häuser zu klein, deshalb entstanden Gotteshäuser, also Kirchen. Vor 500 Jahren kam es dann zur Trennung zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche. So ist das bis heute. Zurzeit durchleben wir schwierige Zeiten, aber wir bleiben hoffnungsvoll, weil wir daran glauben, dass Gottes Geist uns weiterträgt, ermutigt und stärkt. So, das war's. Darum feiern wir Geburtstag. Da es draußen stattfindet, bin ich leider nicht dabei. Aber egal, spiele ich einfach jetzt noch etwas. So, ihr könnt ausladen. Geht's, Kerstin? Ja, kein Problem. Vorsichtig, stellt sie dort bei den Tannen auf. Okay. Und die hierher. Langsam. Das machen sie gut, nicht wahr? Ja, und ich kann in Ruhe meinen Kaffee trinken. Fertig. Ich fahre den Wagen weg. Melinda, hol mir das Longboard von der Straße. Mach ich. Das Keyboard hier unter den Baum? Ja, genau. Werners Stuhl. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns singen und feiern. Hola, ich bin auch noch da. Jetzt sogar mit Licht. Der Regisseur, er hatte mich einfach vergessen. Sieh unser dürres Land, hör unser Schwarz.